Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge Fahrerarbeitsplatz TV, wenn man das so nennen will, oder eben einfach Fahrerarbeitsplatz Projekt MAN SL 200. Heute geht es primär um die Aufarbeitung so einige Anzeigen aus meinem Armaturenbrett. Dann werde ich euch ein bisschen was erzählen zum Armaturenbrettträger und der Armaturenplatte. Und ich werde ein bisschen eingehen auf meinen Besuch beim OCM München. So, jetzt seht ihr hier im Bild eine der Anzeigen, wie sie eben im Armaturenbrett enthalten war. Relativ verrostet, korrodiert, wie auch immer, einfach ziemlich abgegriffen und abgenutzt. Ja, und ich werde euch heute mal erzählen, wie gesagt, wie ich diese Anzeigen richtig schön aufgearbeitet habe und quasi wieder in den fabrikneuen Zustand versetzt habe. Da sieht man jetzt eben die verschiedenen Anzeigen und bei der letzten Anzeige, bei der Kühlwasser Tank- oder Kühlwasserstandsanzeige war der Lack noch relativ gut. Ich befand ihn aber trotzdem für erneuerungsbedürftig und habe mich dann gleich an die Arbeit gemacht. Hier nochmal eine Ansicht, wie diese Anzeigen von der Seite ausschauen und auch da ein bisschen Flugrost überall. Aber das soll uns jetzt gar nicht weiter stören. Der erste Schritt war die Fläche, die Glasfläche abzukleben. Man hätte es sicherlich auch einfacher haben können und den Ring abnehmen und auch diese Glasplatte dahinter abnehmen können. Und dann hätte man das nicht extra abkleben müssen. Ich fand es aber fast ein bisschen komfortabler in diesem Moment. So, dann hat man das eben abgeklebt mit Kreppband und ganz penibel abgeschnitten an der Seite, sodass da keine Farbe unterlaufen kann. Dann wurde geschliffen, dann habe ich mit Stahlwolle diese Rostflecken von den Armaturen runtergeschliffen und danach war natürlich das Metall ganz blank zu sehen. Danach habe ich dann mit einem schwarzen Mattlack, einem Autolack bzw. einem Bastellack, den man für alles Mögliche hernehmen kann, wie gesagt in schwarz-matt, diese Flächen eben eingesprüht und das eben mehrmals wiederholt, ganz dünne Schichten, sodass sich da keine Nasen oder Verläufe bilden. Und als das fertig war, sah das dann so aus, wie jetzt auf diesem Bild zu sehen. Wobei man sagen muss, die Anzeige ganz rechts zeigt den Zustand, wie es eben aussieht, wenn das Klebeband noch nicht abgezogen ist. Einfach mal als Vergleichsbild. Im Nachhinein sieht es dann so aus. Und ich finde, die Anzeigen können sich so mehr als sehen lassen. Sie sind wirklich fabrikneu. Auch hier nochmal eine schöne Ansicht, wo ich die Anzeige gegen das Licht gehalten habe, sodass man besonders gut die Struktur erkennt und ich finde, die Aufarbeitung hat sich mehr als gelohnt. So, dann des Weiteren hat mein Armaturenbrettträger, mein Armaturenbrettrahmen diesen unschönen Riss an der Seite, den habe ich euch ja schon mal gezeigt und den wollte ich unbedingt natürlich beseitigen. Da es aber mit Moosgummi sehr kostspielig und aufwendig werden kann, das Ganze zu ersetzen, habe ich mich dafür entschlossen, mit einem Kunststoffspachtel die Stelle zu versiegeln und ganz fein, ganz penibel abzuschleifen und dann somit wieder eine schöne Oberfläche zu erzielen. Ja, gesagt, getan, habe ich das gemacht. In mehrmaligen Arbeitsschritten, ich denke, es waren so um die 10 Mal, die ich spachteln musste, bis das Ergebnis dann so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann gilt natürlich auch immer mit einem entsprechenden Schleifpapier abschleifen. Erst war es die Körnung 80, glaube ich. Dann habe ich mich eben vorgearbeitet und wurde immer feiner, bis ich dann am Ende mit 800er Schleifpapier nass geschliffen habe. Und somit hat sich das wirklich dann immer mehr verfeinert und die Oberfläche ist letztendlich unglaublich glatt geworden, genau in die Form dieses Abbruchs oder Einrisses angepasst. Und somit kann sich das Endergebnis wirklich mehr als sehen lassen. Und entgegen vieler Meinungen lässt sich da fast kein Unterschied zwischen dem gespachtelten und dem eigentlichen Moosgummi mit seiner Marmorierung erkennen, wenn das ganze Ding angesprüht ist oder neu lackiert ist. Denn, wie gesagt, der Unterschied ist da wirklich so minimal. Aber ich bin der Meinung, es ist doch viel, viel schöner, wenn man das dann zuspachtelt und schön versiegelt, als wenn dieser unschöne Riss da erhalten bleibt. So, hier ist jetzt mal mein, ja, Armaturenträger zu sehen. Und wie ihr schon seht, sind jetzt hier und hier deutliche Abplatzer drauf, die ich aber selbst diesem ganzen Ding zugefügt habe. Denn ich war heute beim Sandstrahl- und Lackierbetrieb in meiner Nähe und habe mich mal erkundigt, wie denn sowas funktioniert, das neu lackieren zu lassen.
Ja, da hat mir ein sehr freundlicher Mitarbeiter erzählt, dass sie schon mal einen Unimog-Oldtimer aufgearbeitet haben und sich da schon auskennen. Und sie werden dann eben hier den kompletten Träger komplett sandstrahlen, sodass der komplette Lack runtergeht. Und dann werden sie hier diese Oberfläche vom Rost befreien und dann anschließend wieder neu lackieren. Das Ganze ist nicht sehr billig, kostet etwa so ungefähr 50 Euro. Und ist aber eben notwendig in diesem Fall, weil ich möchte ja den Neuzustand dieses Oldtimers wiederherstellen. Und dann habe ich mir hier mal solche Lackstücke, die da eben jetzt rausgebrochen sind, hergenommen und möchte euch das mal kurz zeigen. Das ist ein ganz spezieller Kunststofflack, der sich auch sehr leicht biegen lässt, wie man sieht. Diesen Lack wiederherzustellen ist zwar ziemlich aufwendig, geht aber durchaus. Und dann lässt sich eben hier eine komplett neue Schicht drauf machen, auch hinten. Und bei dem Armaturenbrettträger, der ist im Moment jetzt nicht hier, werde ich so vorgehen, dass ich den komplett abschleife per Hand, ja, per Abschleifmaschine und den dann auch neu lackieren lasse, aber eben einem Hammerschlaglack. Ich kann ihn eben nicht abstrahlen lassen in dieser Firma, weil der komplette Träger nur aus Kunststoff besteht und das kann man nur per Hand machen, denn Sandstrahlen würde in diesem Fall das Material noch beschädigen. Das heißt, ich kann ihn nur lackieren lassen. Ja, die Schrauben wandern dann natürlich selbstverständlich auch noch raus, bevor dieses Abstrahl, diese Lackierung da stattfindet, das Lackieren. Und das ist eben gar nicht so einfach, die rauszubekommen, weil hier hinten so ein Ring sitzt und diesen Ring muss man beschädigen, um sie rauszubekommen. Aber man kann sich den neu kaufen und sie dann wieder befestigen. Das ist in diesem Fall einfach notwendig, weil ich möchte sie natürlich in ihrem Grundzustand belassen. So, nachdem ich jetzt nun eingehend auf die Lackierungsarbeiten, die noch so anfallen werden, eingegangen bin, möchte ich euch noch ein paar Bilder von meinem OCM Omnibus Club München Besuch präsentieren. Der Club befindet sich im MVG Museum in der Ständlerstraße 20 in München. Und dort lassen sich eben eine Vielzahl an Oldtimer-Bussen und Oldtimer-Straßenbahnen der Münchner ÖPNV-Geschichte finden. Und ja, anfangen möchte ich mal mit einem wunderschönen Gefährt, dem MAN SG 200 in der Prototypenlackierung. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es ein SG 200 oder SG 192 ist, aber irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter zu einem ganz besonderen Bus, der wird in meiner, ja, Kanalhistorie noch eine ganz große Rolle spielen. In naher Zukunft, dazu aber jetzt an dieser Stelle noch nicht mehr. Nur mal so viel eben hier das Armaturenbrett. Man kann da schon gewisse Parallelen zu meinem erkennen, wobei meins deutlich älter ist als das da. Und auch hier nochmal eine Nahaufnahme von den Lenkstockschaltern und dem Lenkrad mit dem typischen Winkel. Dann jetzt hier folgend nochmal eine etwas verwackelte Aufnahme vom Armaturenbrett frontal. Aber ich denke, man erkennt das Wichtigste. Auch diesen, ja, Fahrerarbeitsplatz haben die Mitglieder von dem OCM wirklich sehr mühevoll, in mühevoller Handarbeit aufgearbeitet. Ich finde es ein sehr schönes Armaturenbrett und was mir ein bisschen fehlt, ist die Handbremse im Armaturenbrett. Aber gut, das ist natürlich Geschmackssache. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich einen etwas älteren Bus oder einen älteren Fahrerarbeitsplatz meinen eigenen kann. Ja, und jetzt hier im Folgenden der Fabian am Steuer mit schicker Sonnenbrille. So, und als kleine Info hintendran gibt es noch eine kurze, ja, Erkenntnis, was noch so in näherer Zukunft geschehen wird. Es wird ein großes Ereignis geben, anlässlich meiner 1000 Abonnenten, aber dazu, wie gesagt, noch nicht mehr. Das erfahrt ihr noch früh genug, kein Problem. Ja, viel wichtiger ist es zu sagen, dass ich eben, als ich beim OCM war, mir einige Ersatzteile gesichert habe. Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch schon mal in einem Bus-Ersatzteillager war. Ich war's beim OCM und es ist einfach unglaublich, was für eine Fülle an Materialien und Teilen darum liegt. Das ist eine komplette Kellerlagerhalle, beziehungsweise sogar mehrere. Alles voll mit Busersatzteilen, vom Lenkrad über die Pedale bis hin zum letzten Schalter findest du da alles, was du dir vorstellen kannst. Da schlägt das Herz wirklich um einiges höher. Und auch ich habe mir da einige tolle Teile für meinen Oldtimer gesichert. Und ja, was das genau ist, kann ich euch noch nicht
verraten, denn die Teile werden mir erst demnächst zugesandt, beziehungsweise ich hole sie erst demnächst ab. Und deswegen möchte ich noch gar nicht allzu viel vorwegnehmen, was das angeht. Aber ich werde auf jeden Fall ganz genau Bericht erstatten, wenn es soweit ist, was ich mir da gekauft habe. Auf jeden Fall ist da auch eine ganz tolle, und das kann ich schon mal verraten, eine ganz tolle Oldtimer-Anzeige vorhanden, die den Tankfüllstand, den ihr ja vorher schon gesehen habt, ersetzen wird. Die ist eben deutlich älter und viel wertvoller. Aber dazu, wie gesagt, im nächsten Video mehr. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut, tschüss.